Hallo VfR-Fans, hallo Sportfreunde, herzlich willkommen zum VfR-TV. Heute möchten sich ganz gern unsere 7 Neulinge gerne persönlich mal vorstellen. Hören wir mal rein, was sie zu sagen haben. Robert Rudnick, 25 Jahre alt, Mittelfeldspieler. Mein Name ist Daniel Suck, ich bin 20 Jahre alt und spiele im Mittelfeld. Tobias Güttner, 20 Jahre, Verteidiger. Mein Name ist Dennis Loskott, bin 22 Jahre alt, spiele in der Abwehr. Albert Rudnick, 21, Sturm. Florian Mayer, 22 Jahre alt, Abwehr. Dennis Vatani, 23, Mittelfeld. Beim VfR in der Regionalliga möchte ich mich auf der Bühne präsentieren und möchte die Stimmung hier mitnehmen. Ich habe mich für den VfR entschieden, weil es einfach eine Möglichkeit ist, in der hohen Spielklasse Fußball zu spielen, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich habe mich für den VfR entschieden, weil es ein sehr familiärer Verein ist und weil ich glaube, dass ich mich hier am besten weiterentwickeln kann. Ich habe mich für den VfR entschieden. Es ist eine super Truppe, ein super Trainer und eine gute Umgebung, um mich selbst weiterzuentwickeln. Der VfR ist auf jeden Fall eine sportliche Chance für mich, nochmal oben mitzuspielen und auch anzugreifen. Ich bin zum VfR Garching gewechselt, weil ich aus sportlichen Gründen mich in der Regionalliga etablieren wollte. Super Umfeld, klasse Mannschaft und das Zeug für die dritte Liga. Ich möchte beim VfR meine Leistung vom letzten Jahr anknüpfen. Mein persönliches Ziel ist, dass wir gut abschneiden, dass wir den Klassenerhalt schaffen und dass wir als Team einfach zusammenrücken. Mein persönliches Ziel ist, dass ich verletzungsfrei bleibe und dass ich einfach Spaß am Fußball habe. Mein Ziel dieses Jahr ist es, mich selbst so viel wie möglich zum Spielen zu bringen und der Mannschaft weiterzuhelfen und auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu landen. Also auf jeden Fall als Ziel sehe ich schon, das höchste Ziel ist auf jeden Fall der Klassenerhalt. Wenn wir darüber hinauskommen, wäre es natürlich super. Und mein persönliches Ziel ist, so viele Chancen wie möglich zu nutzen. Den Klassenerhalt und eine verletzungsfreie Saison. Stammspieler zu werden und der Mannschaft helfen zu können. Ja, wir haben 7 neue Spieler bekommen. Ich bin sehr froh darüber, dass sie sich uns angeschlossen haben. Sie haben unseren Kader wieder komplett gemacht. Jetzt sind wir 22 Spieler. Und von den 7 Neuen erwarte ich, dass sie sich schnell in die Mannschaft integrieren, dass sie schnell der Mannschaft weiterhelfen können, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Ich denke mal, jeder von ihnen wird seine Aufgabe bei uns einnehmen und sich mit seinen Stärken in die Mannschaft einbinden. Und dann, glaube ich, dann machen wir einen guten Schritt nach vorne, auch dieses Jahr wieder. Und unser Ziel wird absolut der Nicht-Abstiegsplatz sein.